So, mittlerweile bin ich hier am Skrotbilla, Schrottautos, Junkhead. Und zwar ist das hier der wohl bekannteste Schrottplatz Schwedens in der Region Småland. Und das hat sich so gestaltet, dass die Leute früher einfach ihre Autos hier im Wald abgestellt haben, wenn sie nicht mehr wollten oder brauchten, wie auch immer. Und ja, die stehen heute noch. Kann man drüber denken, was man will. Aber erstmal liegt es bei mir auf dem Weg. Zweitens bin ich sowieso autointeressiert, besonders alte Autos. Und daher muss ich mir das definitiv anschauen und würde euch dann gerne mitnehmen. Es gibt keinen richtigen Weg, glaube ich, sondern eher diesen Trampelpfad hier. Und man schaut einfach, was man so unterwegs dann sieht. Und das mache ich jetzt mit euch zusammen, wenn ihr mögt. Fakt ist allerdings, auch schon in Norwegen, dass überall in den Wäldern oder auch in den Außenbezirken dieser kleinen Orte, da ich ja nur Landstraßen gefahren bin und keine Autobahnen, immer wieder ganz viele Autowracks stehen, teilweise zugewachsen, manchmal einfach übereinander gestapelt auf irgendwelchen Höfen. Und die verrotten da. Teilweise Fahrzeuge, wo manch einer sich bei uns daheim die Finger nachlecken würde. Beispiel Audi Urquattro. Da stand eine total verrottete Karosse, noch mit Originalfelgen, einfach mal so am Waldrand. Wird bei uns nie passieren. Ansonsten würde ich sagen, ist es hier auf jeden Fall bei 26 Grad jetzt gerade ein schöner Spaziergang. Geht so ein leichtes Lüftchen, strahlend blauer Himmel. Die Erika wächst hier. Es ist einfach angenehm. Und der Duft ist irgendwie besonders. So nach den einzelnen Kiefern hier wahrscheinlich so ein bisschen die Harze. Ich habe etwas entdeckt da im Wald. Seht ihr das jetzt schon? Das ist echt kompliziert hier. Ich gehe da jetzt mal rüber. Es ist auch nicht so, dass hier jetzt ein riesen Trampelpfad ist oder sowas, wie ihr sehen könnt. Also das ist echt eine Sucherei. Ja, und hier die ersten sterblichen Überreste eines schönen VW-Käfers. Noch gut zu erkennen am Handschuhfach, an den Schaltern, an der Front hier und ganz besonders natürlich hinten am Heck. Ja, ab hier sind jetzt Trampelpfade und dementsprechend ist natürlich auch mehr los. Und nur ein paar Minuten später haben alle schon das Interesse verloren an diesen echt schon irgendwie beeindruckend verrotteten Karosserien. Letztendlich holt die Natur sich hier alles, was hier so steht und vor sich hin verrottet. Ob das umwelttechnisch gut ist, aber mittlerweile sind die Flüssigkeiten eh alle raus und meiner Meinung nach nur noch das Metall hier. Und das tut der Umwelt, soweit mir bekannt ist, jetzt auch keinen Schaden mehr groß zufügen. Ja, und so zieht sich das hier weiter. Jetzt mittlerweile bin ich anscheinend auf der richtigen Spur. So wie etliche andere auch. Mir als Käferfreund oder überhaupt klassische VW tut das hier in der Seele weh, wenn ich das manchmal sehe. Aber auch andere alte Häuschen liegen hier. Also es gibt auch Karossen,
die dort mehr oder weniger eingewachsen sind. Und wo sich die Natur mittlerweile völlig bedient. Was ich gerade besonders beeindruckend finde, ist hier der alte Bus. Und da könnt ihr mich jetzt für bekloppt halten. Ich finde es sogar schön. Nicht, weil es so verrottet ist, aber irgendwie so das Ganze aus diesem Winkel finde ich irgendwie schön. Schaut euch auch die Fotos hierzu an, in diesem Fotovideo über Schweden oder Norwegen. Auch an diesem Weg bin ich echt hin und her gerissen. Zwischen Faszination und Unverständnis. Zumal es wirklich so aussieht, als wenn die hier nur kurz geparkt wurden. So schön der Reihe nach. Ähnlich steht es auch beschrieben, wie der das hier mal gefunden hat, so mehr oder weniger. Aber was auch faszinierend ist, wenn man mal schaut, wie gut dieser Chrom noch ist hier, nach 40, 50 Jahren mindestens, und dann den Vergleich, der heute nach 3 Jahren an unseren neuen Autos ist, sollten die Automobilhersteller mal drüber nachdenken, was sie da falsch machen zurzeit. Die Sitze hier, beziehungsweise die Untergestelle von dem Käfer, in dem Zustand habe ich die schon bei Auktionsplattformen im Internet zu verkaufen gesehen. Und hier das gute Vinyl. Auch das hält ewig. Ich würde ja gern noch was sagen, aber ich weiß nicht mehr was. Also ich muss ja zugeben, das ist was für Auto-Enthusiasten hier. Hier ging gerade eine junge deutsche Familie her und die Mutter erklärte den 2 Töchtern, die vorgingen und Vater und Sohn hinterherkamen und am Fotografieren waren, dass es Menschen gibt, die lieben Architektur, andere lieben Schriftsteller, die irgendwelche schön poetischen Sachen machen. Und es gibt Menschen, die haben einfach Interesse an Autos. Egal, ob Wracks oder nicht. Und das trifft es so ziemlich auf den Punkt. Ist wie mit Kunst, liegt immer im Auge des Betrachters. Ich, wie gesagt, finde es irgendwie faszinierend. Teils schön. Teils auch erschreckend. Aber zu der Zeit war das nun mal so, dass die Sachen abgestellt wurden und dann hatte sich das erledigt. Und wie ich schon anfangs sagte, in vielen Gemeinden, die hier an diesen Landstraßen waren, wo vielleicht nicht jeder Tourist herfährt, stehen wirklich viele dieser Autowracks. Ich habe jetzt nicht jedes Mal angehalten und Fotos gemacht, aber so 1, 2 habe ich gemacht. Ja, das für mich einfach auch mal festzuhalten. Vielleicht füge ich das hier mal ein. Ja, was ein Riesenspielplatz. Also, dass ich am Anfang den Weg nicht gefunden habe, liegt einfach daran, dass ich in eine falsche Richtung gegangen bin. Ansonsten ist das hier gut zu finden. Und man kann hier stundenlang gucken, Filmen machen. Ich werde das Video jetzt aber hier so beenden. Wenn ihr wirklich da Interesse dran habt, ich werde ein separates Video machen, nur mit Bildern, die ich meine, die es wert sind, sich anzuschauen. Okay? Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Also ich finde es irgendwie super interessant. Habe ich jetzt, glaube ich, auch mehrmals kundgetan. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Markus. Mit diesem leicht verwitterten letzten Eindruck eines Autos, was seine Zeit deutlich hinter sich hat.